just take girls that aren't me. Ja, ja, was du los, hey Leute, ist wieder der Benny und da haben wir von Die Buddies Zocken. Und heute gibt's wieder eine Folge Top 5 und wir stellen euch heute die Top 5 Bedwars Verteidigungstaktiken vor. Und ich würde sagen, Hobner, leg gleich mal los. Okay, ich würde sagen, wir starten mit dem simpelsten, aber dennoch richtig effizient. Und zwar, wenn ihr in die Mitte baut, dann baut eine kleine Treppe nach oben, dass die Gegner nicht einfach rüberlaufen können, sondern Blöcke platzieren müssen, damit die dann zu euch rüberkommen. Weil dann besteht die Wahrscheinlichkeit eher, dass die zu anderen Leuten laufen. Das benutzt eigentlich mittlerweile schon wirklich fast jeder. Ja, Bergmann zum Beispiel habe ich es mal gesehen. Und das wirklich so was Simples, aber doch so effizient. Man muss nicht mal mehr Blöcke unbedingt dafür verwenden, ja. Nur minimal und trotzdem greift man die Gegner dann einfach nicht an. Aber nicht zu hoch bauen, weil sonst bekommt ihr einfach zu viel Fallschaden. Das habe ich auch schon oft gesehen, dass die dann auf einmal 20 Blöcke über der Mitte waren und dann springt ihr runter und haben ein halbes Herz. Das läuft dann nicht mehr so. Genau, und man sieht es auch ganz gut im Gameplay im Hintergrund. Da bin ich dann zu den Gegnern gelaufen, weil die haben sich nicht hochgebaut, konnte da einfach durchlaufen. Und einer, man hat es im Hintergrund kurz gesehen, der wollte eigentlich zu uns durchlaufen, hat aber dann keinen Weg gesehen, weil der da oben war und ist dann wieder umgedreht. Also richtig effizient und solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr Bad Wars spielt. Genau. Und ja, ich glaube, dann kommen wir zum nächsten, oder? Ja. Genau, der nächste Tipp bzw. Verteidigungstaktik, die wir haben, ist im Prinzip einfach die Betten mit Kisten zu bauen. Denn Kisten, das dauert es einfach viel länger, dass man die abbaut. Ein wichtiger Tipp dabei ist, platziert die Kisten nicht direkt rund ums Bett herum, weil man kann durch die Kisten durchschlagen. Zum Beispiel auf Candy ist speziell ganz besonders gut, da gibt es nämlich Leitern. Und wenn ihr dort diese Kisten hin platziert, da braucht man einfach ewig, um diese Kisten abzubauen. Und ja, dann hat man eigentlich schon wirklich eine gute Verteidigung, hat dann genug Zeit, auch wenn die Gegner mal durchkommen, dass man die noch tötet, weil die einfach lange brauchen, um die Kisten abzubauen. Genau, und generell, wo kleine Eingänge sind zu den Betten, baut den Eingang zu den Betten immer mit Kisten dazu, aber nicht vergessen wirklich, dass ihr die Blöcke auch dahinter platziert, weil man bei den Kisten durchsneaken kann, also durchschlagen kann. Genau. Und da könnte man das Bett trotzdem noch treffen, das bringt dann nicht so viel, wenn da einfach nur Kisten stehen und... Ja, dann kommen wir zur dritten Verteidigungsstrategie, die eigentlich immer wichtiger wird, weil ich es auch immer wieder sehe, wir haben ja damals die Fallschirmspringer-Strategie gemacht und da kann man ja ins Wasser bei ziemlich vielen Maps springen. Bei genau. Sky Village kann man zum Beispiel hinten in den Wasserfall reinspringen oder bei Volcano kann man auch einfach ins Wasser reinspringen. Das heißt, ihr solltet am besten das Wasser zubauen mit Blöcken, kostet nicht viel Zeit, dann kann aber auch keiner von oben reinspringen und ja, keine Ahnung, ist halt gut, wenn ihr euch ein bisschen verteidigt und nicht immer attackiert, weil dann wird das Bett nicht immer unnötig abgebaut von euch. Genau, und wie gesagt, achtet immer, also wenn ihr spielt, nach oben mal gucken, vielleicht baut sich da wirklich einer rum, man sieht das jetzt immer häufiger und dann einfach Wasserfall zubauen, Wasserbecken und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und ja, ich würde sagen, beachten viele gar nicht, das nach oben gucken. Das hatten wir schon oft, dass die nicht wussten, dass wir über denen waren. Die gucken einfach nicht nach oben, juckt die nicht, was über denen ist. Und auf einmal kommen wir von oben runter und Pech. Ja. Genau, die rechnen meistens nicht damit dann. Und dann sterben die. Genau, und dann kommen wir auf jeden Fall zur nächsten Verteidigungsstrategie. Und die Verteidigungsstrategie, da geht es einfach darum, den Spawn zu verlagern. Man kann im Prinzip, wenn man genau weiß, wo man spawnt, wenn man dort Blöcke hin platziert, dann spawnt man quasi darüber. Und da kann man den Spawn ganz gut verlegen. Ist speziell wichtig, wenn zum Beispiel dann die Gegner mal kommen und einen Spawn trappen wollen. Dann kann man somit den Spawn einfach wirklich gut verlegen und dann spawnt man woanders. Dann packt man vielleicht dort noch eine Kiste hin mit Waffen. Dann spawnt man woanders, die rechnen nicht damit und kann mit den Waffen sofort wieder auf die drauf kloppen. Und ja, ist eine gute Strategie. Was hältst du von der? Einfach perfekt, weil keiner damit rechnet, dass ihr auf einmal woanders spawnt und dort eine Kiste habt mit Waffen vielleicht. Weil normalerweise, wenn die in eurem Spawn drinnen sind, dann spawntrappen die euch einfach und ihr kommt nicht mehr zur Kiste hin. Weil das bringt ja dann auch nicht viel, dass ihr dann da die Kiste platziert habt. Das habt ihr eigentlich für den Arsch gemacht. Das heißt, einfach Spawn verlagern, woanders die Kiste hin. Perfekt. Mit dem rechnet einfach auf dem ersten Blick keiner. Vielleicht, wenn er es dann gemerkt hat, die spawnen woanders, dann kommt er hoch. Okay, aber gleich aber am Anfang nicht. Habt ihr euch schon mit Waffen ausgerüstet und könnt ihr vielleicht noch totschlagen und ja, genau. Dann kommen wir zur besten Strategie überhaupt. Nein, Spaß, das ist eine kleine sarkastische Strategie. Baut eine riesige Mauer um eure Base. Man sieht es, glaube ich, im Hintergrund. Wir haben einfach so richtig neumäßig eine fette Mauer gebaut. Aber normalerweise, wenn ihr was Ordentliches baut, eine kleine Verteidigungsanlage, wo sich eure Leute hinstellen können mit den Bögen, wo sie nicht offen stehen, dann ist es eigentlich meistens ganz gut. Wir haben es ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Die macht auf jeden Fall was her. Da haben die Gegner auf jeden Fall davon Respekt gehabt, muss man sagen. Also so eine fette Mauer.
Keine zweimal hin. Genau. Und ja, da kann man auf jeden Fall gut die Base verteidigen mit Bögen und so, haben wir jetzt erwähnt. Und ja, ich glaube, das war's, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann hau die Abschlussworte raus. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, spritzt mal wieder den Like-Button ab und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.